Herr Präsident! Ich möchte mich mit einer Frage, einem Fall an die Frau Kommissarin wenden. In Österreich haben wir bekanntlicherweise an den Universitäten keinen Numerus Clausus, was dazu führt, dass sehr viele deutsche Studenten nach Österreich studieren kommen, vor allem in Medizin, und das macht natürlich die österreichischen Studenten nicht sehr glücklich. Das ist eine Tatsache, die auch zu verstehen ist. Nun hat eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die österreichische Hochschülerschaft, bezahlt durch Zwangsbeiträge der Studenten, zu einer Demonstration aufgerufen, interessanterweise gegen deutsche Studenten in Österreich. Und vereinzelt sah man auch Plakate „Deutsche raus“. Jetzt frage ich natürlich schon in den Raum hinein, ist das akzeptabel, wenn es von einer linken orientierten Organisation kommt? Wird es dann genehmigt oder geht es gegen Deutsche, weil es sind ja ohne dies 80 Millionen? Ich würde schon glauben, dass der Aufschrei genauso groß sein sollte, wenn es von einer linken Organisation kommt. Der Aufschrei sollte auch genauso groß sein, wenn es gegen Deutsche geht und nicht nur, wenn es gegen kleinere Gruppen in Europa geht. Und daher glaube ich, wäre eine Antwort von Ihnen auch sehr interessant, Frau Kommissarin.